Ja, wunderschönen guten Morgen. Ich bin erstaunt, wie viele Leute da sind, aber ich freue mich. Und das am Sonntag, ja, wir sind ja nicht alle in der Kirche, also da muss ich nochmal fragen. Böse. Komm zu böse. Böse, genau. Also jetzt möchte ich das Thema nochmal vorlesen. Also ich lese das Thema vor, einfach weil das so schön ist. Und das sollte dann eigentlich auch, ich würde mal sagen, das Zentrum der heutigen Begegnung oder Arbeit sein. Wie kann da der Kulturimpuls Grundeinkommen Wirklichkeit werden? Vom praktischen Umgang mit Ideen und Idealen. Anregungen zur Vertiefung und Stärkung der Initiativarbeit. Der Titel ist so schön, da bin ich gar nicht alleine drauf gekommen, das haben wir zu zweit gemacht. So, aber darum geht es heute. Ne? Also nochmal, ich lese nochmal vor, weil das so schön ist. Wie kann der Kulturimpuls Grundeinkommen Wirklichkeit werden? Das ist ja die Frage, die wir hoffentlich alle haben. Vom praktischen Umgang mit Ideen und Idealen, Anregungen zur Vertiefung und Stärkung der Initiativarbeit. Also ich fange mal an. Wie kommt man überhaupt als Gruppe zusammen? Da ist zuerst, dass man von dem, also als Gruppe für Grundeinkommen, ich rede jetzt nicht für irgendeine Gruppe, sondern wirklich für diesen Punkt. Zuerst hat man diese Idee gehört. Und je nachdem, sie hat einen überrascht, oder man hat gesagt, das habe ich schon immer gedacht, hätte ich sage andere auch mal. Bei mir war es eine Überraschung, ich hatte das Gefühl, wie die Berliner Mauer fällt wieder um. Also ich hatte, so ein Gefühl war das für mich, wo ich das begriffen habe. Unglaubliches Befreiungsgefühl und endlich wirkt ganz viel, auch in Vorträgen, dass Leute hinterher, also dann sind sie bei uns in der Gruppe und nachher sagen sie, bisher war ich immer beim Psychiater, seitdem ich das gehört habe, muss ich da nicht mehr hin. Also in Berlin sind besondere Bedingungen, weil da sehr viele Hartz-IVler sind. Und wir natürlich auch mit den Initiativgruppen ganz anders arbeiten können, wenn man Hartz-IVler ist, als wenn alle im Beruf sind. Also unsere Bürgerinitiative besteht fast hauptsächlich aus Hartz-IVlern, dort in Berlin, die Arbeiter. Weil, also ich will mal sagen, man hat ja nicht viel Freiraum, hat man nicht. Ne? Aber und man lernt dann ganz schön mit dem Amt umzugehen, wenn man diese neuen Impulse hat. Also bei uns ist eine große Frechheit gegenüber dem Amt und wir sind alle ziemlich machtlos. Aber das ist so die Geschichte im Vordergrund. Und dann hat man die Idee und dann beginnt die in einem zu arbeiten und dann begegnet man anderen Menschen und irgendwann sagt man, wir bilden eine Gruppe oder sowas. Ne? Können wir uns eigentlich mal treffen und irgendwie ne? Und so geht es dann los. Ne? Das Interessante an solchen Ideen ist, wenn man dann in nur einer Gruppe bleibt und nur darüber redet, dann läuft sich das tot. Ne? Interessant wird, wenn man Initiative in irgendeiner Weise zum Beispiel sagt, ich möchte die Idee auch anderen Menschen zur Verfügung stellen oder sowas. Ne? Also bei uns in Berlin hat das dazu geführt, da waren ein paar Studenten, die waren da total begeistert und dann haben wir eine riesige Vortrags, ja ein ganzes Jahr lang, einen Vortrag nach dem anderen und so weiter und so fort. Und dann kommen wir zu Werner und wer alles kam und Leute aus der linken Ecke. Und dadurch ist was in Gang gekommen, ganz tiefe Begegnung, auch vor allen Dingen mit anderen Menschen. Ja, so. Und dann wird es interessant, eine Idee entwickelt sich nicht im Kopf und irgendwie tun mir Professoren und Leute an der Uni da immer ziemlich leid. Eine Idee entwickelt sich, wenn sie eine soziale Idee, vor allen Dingen eine soziale Idee, das muss ich jetzt vorher sagen, entwickelt sich in der Begegnung. Also eine Idee wird vertieft in dem Moment, wo man Menschen begegnet, die anders denken. Ja, und da muss man dann, an der Stelle beginnt es dann in der Begegnung, dass man anfangen muss, um langsam tiefer zu lernen. Und da ist etwas, ich will das mal ganz vorsichtig sagen, immer wenn Argumente auftauchen, wo man nicht weiterkommt, da darf man nicht ungeduldig sein, ist man immer irgendwo, völlig klar. Ja? Aber im Hintergrund muss man sowas haben, wie zu sagen, oh verdammt nochmal, endlich mal was ganz Neues, was ich noch gar nicht begriffen habe. Ja? So, in der Richtung. Immer wenn was Neues kommt, hat man erstmal das Gefühl, dass man beleidigt ist oder dass man irgendwie frustriert ist. Da hätte man doch so gerne dem anderen wirklich was gesagt
Und dann hat man dieses Frusterlebnis. Ja, sowas in der Kritik. Ja. Aber wissen Sie, es ist wirklich menschheitlich so, dass eine Geburt irgendwie mit Schmerzen zusammenhängt. Das geht nicht, also jemand, der einfach mal glücklich ein Kind kriegt oder sowas. Es ist tatsächlich so und das ist auf dem Sektor ganz wichtig. Und insgesamt muss man ganz tief, ich will mal sagen, das hat man als Oberflächenmensch nicht, aber wenn man es mal begriffen hat, passiert es trotzdem. Also muss man einfach wissen, dass es in dieser Begegnung zu dem Schmerz kommt und dass es um eine Vertiefung geht und dass man eigentlich nie seine Idee, und jetzt muss ich das mal hart sagen, immer nur verteidigen darf. Also wenn man in Gruppen kommt, wo Leute sich hinstellen und ihre Idee verteidigen, dann ist man machtlos. Ne? Eigentlich darf man sie nur anbieten und dann muss man sagen, jetzt hau zu. Ne? Also ich sage das jetzt ganz vorsichtig, weil es geht in der Begegnung, kommt es zu einer Vertiefung der Idee. Ja, weil man plötzlich aus dem Standpunkt die Sache angucken muss oder sollte, können sollte oder wenigstens aufgefordert wird, aus dem Standpunkt zu sehen, den man vorher gar nicht selber haben konnte. Ja, also wenn man eine Idee verteidigt, ist es schon schlecht. Besser ist es, also dann kommt man in so ideologische Kreise und da kann man nur gehen. Ja, und wenn man diese Offenheit hat und sagt, okay, jetzt weiß ich gar nichts damit anzufangen, darf ich sie nochmal wiederholen? Darf ich das mal sagen, wenn man das schaffen würde, darf ich das nochmal aus meinem Standpunkt, darf ich es nochmal wiederholen, dann steht man schon viel tiefer drin. Oder sowas. Oder man sagt, jetzt weiß ich gar nichts, wenn mir was einfällt, geben Sie mir mal eine E-Mail, ich komme darauf zurück. Manchmal dauert das richtig lange, bis man auf eine Frage eine richtige Antwort hatte. Also ich habe mal eine Frage gekriegt und vor anderthalb Jahren und die ist jetzt gerade dabei, dass ich das Gefühl habe, ich kann sie lösen. Ja, sowas gibt es. Ne? Aber ich weiß noch, wer sie mir gestellt hat. Also wenn ich sie gelöst habe, dann kriegt er von mir eine E-Mail. So, ja? So in der Art. Ne? So in de- also das muss man wissen. Dann kommt die Begegnung und in der Begegnung kommt es zur Vertiefung. Und man erlebt es, dass es wichtig wird in dem Moment, wo dieser Schmerz oder Frust oder sowas auch. Das muss man halt wissen. Und dann kommt man weiter. Wir haben dann in der Bürgerinitiative sowas eingerichtet bei uns, dass man über solche Argumente spricht. Welches Argument hat dich platt gemacht? Ja, dann machen wir so eine Runde und dann wird so gefragt, jetzt überlege mal jeder, welches Argument ihn wirklich platt gemacht hat. Und dann macht man eine Pause und dann darf sich jeder seine Idee notieren und dann kann man sie nach und nach gesammelt besprechen. Das ist der Hammer, was man da erlebt. Also wir in Berlin, wir machen das so, wir sind ja sehr vielfältig auch unterwegs, wir haben Wahlkampf gemacht 2009 oder sowas, da war das ganz viel, da steht man da, da kommen die Leute, ey, nicht so ein Blödsinn, so eine Scheiße, willst sowieso nur auf unsere Kosten ins Parlament oder sowas in der Richtung, da kann man wenig gegen sagen, aber es gibt dann so Argumente, da kommt so eine Großmutter und sagt, ach, das interessiert mich nicht. Ne, ich habe mein Geld. Ne? Und dann ist man wie blockiert im Gespräch. Ja, was soll ich denn da sagen? Ne? Ja, und dann weiß man dann wirklich nicht, wie es weitergeht. Was soll man da sagen? Ne? Und dann saß man hinterher in der Gruppe zusammen und plötzlich sagt man, sag mal, hat die nicht vielleicht zufällig Kinder und Enkelkinder gehabt? Und sofort ist das nie wieder ein Problem. Wenn dann einer kommt, doch, das interessiert mich nicht, ich habe mein Geld, dann sagt man, ja, und wie geht es Ihren Kindern? Und wie geht es Ihren Enkeln? Und dann geht es so von, ach, du lieber Gott, ne? Und schon kann man miteinander reden. Ist das klar? So in der Art, ja. Also, solche Gruppen sind unwahrscheinlich wichtig, ja. Dass man über diese Gegenargumente spricht und nicht nur die Pro-Argumente. Weil wir sind insgesamt jetzt in einer Lage, wo der Gedanke so bekannt wird oder so groß wird, dass wir immer mehr in die Öffentlichkeit gehen und die alten Argumente, die zum Beispiel im Film sind, die reichen oft nicht mehr. Ja, so, die kennen schon alle und trotzdem sind ganz andere Befindlichkeiten da. Das war jetzt sehr deutlich hier bei dem Gespräch, wo diese eine Frau vom Bayerischen Rundfunk saß oder sowas. Da sage mal was dagegen. Nee, erstmal muss man begreifen, bevor man was dagegen sagt. Begreifung. Also für mich persönlich ist etwas zu begreifen die allerschwierigste Übung. Ja. Leute, die immer schnell alles begriffen haben, sind auch Flachköpfe. Ich sage das ganz frech, ne? Aber für mich ist das etwas begreifen die allerschwierigste Übung. Das muss man halt wissen. Also wenn man in der Gruppe sowas einrichten könnte, das wäre wirklich ganz toll. Ab und zu mal zur Erfrischung, würde ich mal sagen, oder zur argumentativen
alleine das bringt etwas hervor wie eine Referentenschulung oder wie, ja, dass man damit sozial kompatibel wird mit seinen Idealen. Ne? Also, dass man gewisser was aus dem Standpunkt der anderen nachher rausleben kann. So, das ist das Erste. Damit vertieft man die Idee, aber noch nicht, ist man noch nicht ganz in der Welt. Ich kann das nur erzählen, wie das bei uns war. Wir haben, also, wir waren dann in den Gesprächen und so weiter und natürlich überall in Kontakt. Zunächst war es in Kontakt mit Leuten, die auch fürs Grundeinkommen waren. Dann waren da die Linken, dann war da Altrat, dann war da, ne, und wir wurden als die Anthroposophen. Wobei in meiner Bürgerinitiative, also was heißt meiner Bürger, in unserer Bürgerinitiative, in der ich, gibt es fast keine, da gibt es nur einen, das bin ich. Aber wir gelten als die Anthroposophen, die in Berlin und die anderen, die haben das, können das Wort nicht mal sprechen, das ist eine andere Geschichte. Dann hatten wir was, erst war diese Auseinandersetzung mit der Idee im Vordergrund und außerordentlich intensiv auf allen Ebenen und dann kam etwas, dass wir dann plötzlich wollte jeder was Eigenes damit machen. Plötzlich kommen die Künstler und sagen, wir wollen ein Kunstprojekt machen, dann kommen die Mathematiker und sagen, wir wollen es durchrechnen, dann kommen die, ja, die Frauenbewegten und dann kommt der Club der Hedonisten und sagt, oh geil, ich kann Kinder machen, ohne zahlen zu müssen und so weiter und so fort. Also da kann man sich also alles vorstellen und jeder will sein eigenes Ding daraus machen. Ja, das ist wirklich was passiert, viel auf dem Sektor. Das bringt halt alle möglichen, und dann will jeder sein Ding machen. Dann war die Bürgerinitiative regelrecht wie aufgelöst in ganz viele Etagen. Ne? Und dann war das, manche haben auch was dann hervorgebracht und manche sind dann halt irgendwie untergegangen. Und dann war bei uns eine Frage entstanden, wie macht man das, dass man durchgängig was hinbekommt? Das möchte ich jetzt einfach in einem Wort sagen, damit das klar ist. Und wenn sowas stattfindet, was ich jetzt sage, dann ist eigentlich eine Bürgerinitiative erst echt geboren. Wir haben das Wort, viele setzen sich für Grundeinkommen ein, aber nur wenige setzen sich für Grundeinkommen ein. Ist das deutlich? Ja. Ja? In dem Moment, wo das da ist, dann passiert was. Ab da ist eine Bürgerinitiative wirklich geboren. Ja. Das ist so der... Ne? Also viele setzen sich für Grundeinkommen ein, aber nur wenige setzen sich... Das kann man natürlich, jetzt muss ich das wieder ganz vorsichtig sagen, wenn mein Berufsleben steht, kann man das nicht so machen. Ne? Also ich will jetzt hier, aber wenn man in Hartz IV ist, kann man sagen, ey, ich bin ja schon freigestellt. Ich lehne es völlig ab, mich für hilfsbedürftig erklären zu lassen oder dass man mir sagt, ich muss, wie heißt das, Eingliederung in Arbeit, ich bin mehr als vollbeschäftigt. Ja, damit ärgere ich die ja zu Tode. Demnächst werde ich sanktioniert, dann, das heißt, ich kriege kein Geld mehr, 100%. Ich habe die herausgefordert über 2 Jahre jetzt und dann bin ich der Sanctus Bösus. Sanktionieren heißt auch heilig sprechen. Also das ist, genau. Wir sagen Bös. Märtyrer. Dann habe ich einen Antrag auf Aufnahme in die katholische Kirche. Da gibt es ein ganz neues Gebiet, wo man beten gehen kann. Zum Sankt Bös. Dann ist der dunkle Punkt dann endlich auch mal. Aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Aber das hat damit zu tun übrigens. Bei uns wurde die Frage gestellt, wir so in die Welt, dass es gar nicht anders gehen kann, als das Grundeinkommen kommt. Ja? Nicht die Frage, ja, wird das kommen und so weiter und so fort, sondern ich will es haben. Ich will es haben. Was interessiert mich eine Frau Merkel und ein Herr Schäuble? Und was interessiert mich? Ich will es haben. Fertig. Und dann ist nur doch die Frage, wie mache ich es? Ja? Und dann muss man das lernen, wie man es macht. Ja, das ist wirklich alles. Mehr ist es nicht. Ja? Und als Hartz-IVler entdeckt man plötzlich, ja, also verdammt nochmal, ich bin ja nicht... Weder bin ich arbeitslos, noch bin ich bedürftig. Der Staat ist bedürftig. Der Staat braucht neue Ideen, wenn man das so sagen will. Die Gesellschaft ist bedürftig. Ne? Ja, und Frau Merkel kriegt ja auch nur Hartz IV. Ein bisschen auf einer höheren Ebene. Ich meine, auch eine Staatsidee. Was wollen wir da? Ne? Ja, ich sage, ich bin Politikberater. Ne? Ich bin, ich sag mal, Lobbyist und Politikberater. Und... ja, und kriegt Staatsknete dafür, das ist ganz normal. Jeder Richter kriegt Staatsknete. Also so in der Art freigestellt. Und als Freigestellter kann man natürlich da ganz anders hingehen, dass man sagt, wie, weil da gibt es keinen Friseursalon oder irgendwas, wo man für noch zuständig ist. Das ist so die, aber das ist jetzt eine Nebengeschichte. Aber wenn in dem Moment, wo das ist, viele sind, und nur wenige sind sich, dann passiert was.
Und das fühlt eine ganze Gruppe. Das ist wirklich interessant, was da passiert. Das fühlt eine Gruppe, und den ist man erst gar nicht so, das kann man erst gar nicht. Deswegen möchte ich sagen, was wir eingeführt haben bei uns, bei Gandhi heißt das Satyagraha. Man merkt sofort, wenn man ernst wird, dass das Ganze eigentlich, wie man sagen, eine spirituelle Dimension kriegt. Und zwar eine, die mit einem selber dann zusammenhängt. Da muss man nicht über Spiritualität reden, dann kommen so Dinge in Vordergrund wie Wahrhaftigkeit oder sowas. Ne? Und auf der anderen Seite Ergebung. Wenn man nur Wahrhaftigkeit übt und nicht Ergebung, dann wird man wieder so ein Betonkopf oder sowas. Da muss man sehr aufpassen. Ne? Und so weiter dann kommen, dann wird es plötzlich interessant, sich mit Idealen zu beschäftigen. Und diese Ideale sind ganz wichtig. Also wenn man politisch arbeiten will, da muss man mit sich selbst im Reinen sein. Und möglichst weitgehend. Ne? Wo man nämlich nur eine kleine Ecke hat, kommt sofort die Bildzeitung und macht einen fertig. Ja, ist das klar oder wer immer? Ne? Also da muss man, das muss man dann anstreben auch für sich, dass man das hinbekommt. Das ist aber die eine Geschichte, und die andere Geschichte ist die Gruppenstruktur, wie man mit der Gruppe umgeht, wird interessant. Da gibt es dann drei Dinge, die man üben kann. Wir haben das als in dieser Geistesschulung, wir machen Übungen mit Idealen, ab und an. Nicht allzu oft, aber immer mal wieder zwischendurch. Wenn man einmal sich geübt hat, was ist denn Wahrhaftigkeit? Da spricht man erst darüber, was es ist, und nachher sagt man so, jetzt gehe ich mal in dieses Element, vertiefe mich mal oder erhöhe mich in dieses Element. Das ist der Hammer, wie man dann anfängt. Wenn ich Wahrhaftigkeit übe, also wirklich nicht darüber nachdenke, sondern sage, du, pass mal auf, wie würde ich, wenn ich ganz in Wahrhaftigkeit, aus Wahrhaftigkeit gehoben wäre? Ne? Das ist der Hammer, wie man sich da ändert. Das geht bis dahin, dass man sagt, eigentlich muss man mit dem Leben so, ich will mal sagen, mit sich selbst so im Reinen sein, dass man jederzeit auch sterben könnte dabei. Ja, ist das klar? Sonst geht das nämlich nicht. Sonst ist man erpressbar. Und das, wenn man das mal erlebt hat, wenn man es nur einmal erlebt hat, tief genug, also meistens reichen da 3 Stunden, sich damit zu beschäftigen, dann hat das Wirkung in der ganzen Gruppe. Dann passiert zum Beispiel, wenn ich jemandem was sage, was mir nicht passt, dann fasst er das völlig anders auf. Ne? Dann sagt er nicht, der wird da nicht beleidigt, sondern der sieht das dann sachlich. Ne? So nach dem Motto, der muss es ja sagen und ich habe mich dazu zu stellen. So, na, dann passieren ganz viele Dinge. Also solche Übungen sind... Was ist denn Wahrhaftigkeit? Das will ich jetzt nicht aus... Man kann... Ideale sind Triebkräfte. Geld ist eine Triebkraft in der Welt und Ideale sind eine andere Form von Triebkräften. Ideale üben und kennenlernen ist der Hammer. Das kann ich nur sagen, so eine Übung muss man mal machen, muss man mal sagen, für so eine Übung, dass man das mal erlebt. Das ist wirklich, und das sind wirkliche Triebkräfte. Ich meine, das Liebe ist auch eine Triebkraft. Ne? So, ne? Aber Ideale sind eine höhere Art Liebe. Ideale ist eine Liebe ist eine unglaublich hohe Arbeit. Es gibt ja eine Liebe, hat verschiedene. Ideale haben auch verschiedene Stufen. So. Ja, so, das ist die Geschichte. Dann muss man aber als Gruppe noch was anderes machen, das möchte ich ganz kurz noch erzählen oder möchte erklären. Es gibt 3 Elemente, die man auch immer üben muss. Wo es gut ist, die zu üben. Ich sage mal, diese Geistesschule bei uns hat eigentlich 3 Elemente. Und wenn man es eine Zeit lang exzessiv geübt hat, ist das hinterher immer spontan als Fähigkeit vorhanden. Das muss man, also man muss es nicht immer üben. Es reicht einmal exzessiv zu üben und dann ist es spontan oder sich klar zu machen, was vorliegt, dann ist es hinterher immer spontan als Fähigkeit vorhanden. Man muss konfliktfähig werden. Sonst tritt das gar nicht ein. Ja? Dass man sagt, man muss konfliktfähig werden. Das Erste. Das Zweite ist, man muss verführungssicher werden. Ich möchte gleich sagen, das ist wesentlich schwieriger. Wesentlich schwieriger. Und das Dritte ist, wie schafft man es in der Gruppe, dass kein Gruppendruck und kein Gruppensog entsteht, sondern dass immer jeder aus Freiheit seinen Anteil selbst bestimmt. Ja, wenn man die alten Terroristenfilme guckt, also die Filme, die jetzt über die Terroristen aus den 70er Jahren so gedreht werden, da sieht man das immer ganz stark, was da für ein Gruppendruck war.
Wenn einer gesagt hat, ich mach nicht mehr mit, oh du Arschloch, und dann ging es da gleich los oder sowas. Ne? Sondern dass man da in dem Moment wirklich, dass die Freiheit eines jeden jederzeit gewährt ist. Also bei uns, wir haben schon Sachen gemacht, die waren sowas von frech und strafbewehrt und weiß Herr Kuckuck was alles, die Bundesagentur für Einkommen damals mit dem Antrag auf bedingungsloses Grundeinkommen, falls das jemand, da haben wir Strafandrohung von 50.000 Euro gekriegt. Ja? Da hieß es, wenn Sie nicht bedingungslos sofort alles unterlassen, was damit zusammenhängt, hat die Bundesagentur für Arbeit dann geschrieben, ja, die Zentrale, dann gibt es Strafe. Dann haben wir nur an die Presse gegeben, Bundesagentur für Arbeit ist für Bedingungslosigkeit. Aber da hat man natürlich auch Ängste, so ist das nicht. Ne? Angst, also ich fange mal ganz vor, also wenn, also konfliktfähig wird man nicht dadurch, dass man sagt, wir saufen einen und dann können wir loshauen. Das machen die Soldaten. Das ist auf physischem Felde, wenn man unbedingt auf physischem Felde sich durchsetzen will, ist das vielleicht der richtige Weg. Ne? Also das ist aber der niederste. Ne? Also auf geistigem Felde wird man dadurch konfliktfähig, dass man sich in die Standpunkte der Gegner vertieft. Da muss ich jetzt was sagen. Im Allgemeinen guckt man sich die Standpunkte der Gegner an und sucht sofort die Gegenargumente. Ist das klar? Und das ist das Element Verteidigung der eigenen Idee. Ja, und wenn man da drinnen bleibt, hat man nachher nur feste Klötze, die gegeneinander arbeiten. Weil jeder immer, deswegen habe ich immer Probleme mit Podiumsdiskussionen, weil da bleibt einem ja gar nichts anderes übrig. Ja, so, also das ist, da habe ich ein Problem gesehen. Aber ja, ist das klar, das gibt eine Kristallisation auf beiden Seiten. So. Wenn man wirklich konfliktfähig werden will, muss man nicht die Gegenargumente nur abtaxieren und sagen, was kann ich dagegen sagen, sondern man kann mal eine ganz andere Übung machen. Man guckt sich so ein Gegenargument an und sagt, meine Gegenargumente kenne ich alle. Nee, sondern sagt man, wenn der Recht hätte, ne? Wie ein Schauspieler macht man das. Man stellt sich da rein und sagt, wie werde ich, wenn ich das für richtig halte? Also wenn ich das für richtig halte, wie würde ich? Das ist wirklich ganz interessant. Je nachdem, welches Argument man vor sich hat, kriegt man plötzlich das Gefühl, man kriegt einen Anzug an und hat einen Porsche vor der Tür stehen. Ja? Ja? Oder man sitzt irgendwie obdachlos in der Gosse oder sowas. Wenn man sich so ein Argument, das beste Mittel ist es, sich abzuschreiben, wenn es schriftlich vorliegt. Oder sich aus Erinnerung ist, aufzuschreiben. Und dann so zu schreiben, als wäre man selbst der Autor. Das sage ich auch bei Anthroposophen immer, wenn ihr den Steiner mal kennenlernen wollt, dann müsst ihr mal seine Texte nehmen und abschreiben, handschriftlich, und beim zweiten Mal so tun, als wärt ihr der Autor. Da passiert was. Da wird man in ganz andere Dimensionen gerissen. Als Schauspieler kennt man dieses sich rüberstellen in eine andere Position und das da. Und das hat, es ist wie das und es entspricht diesem Element, was bei Indianern so bekannt ist. Ne? Also dieses Wort, wenn du nicht wenigstens einen Kilometer oder eine Meile in den Mokassins des anderen gegangen bist, brauchst du gar nicht urteilen. So ungefähr heißt das ja. Ne? So, das ist dieses Element, sich da rein zu versetzen und dann sieht man plötzlich die Welt aus diesem Standpunkt. Aus dem anderen Standpunkt. Ja, und dann sieht man auch, was der an einem so schrecklich erlebt. Ja, das sieht man dann richtig deutlich. Ja, ist das klar? Und dann sieht man, wenn man dann hier aus der Position, die man eigentlich hat, dann anfangen will zu ackern, dann sieht man, was der sich als Konsequenzen, als Sanktionen vorstellen könnte. Ja, als Abwehrmaßnahmen. Ja, so. Dann kann man die sich schon notieren, was zu erwarten ist. Manchmal wird man überrascht, dass wirklich andere Sachen kommen. Aber meistens hat man sich 10 Sachen schon notiert und der bringt am Ende nur 3 auf. Und dann ist man relativ entspannt, auch wenn dann solche Sachen kommen mit den 50.000 Euro, dann ist man also relativ entspannt. Nicht ganz natürlich, ne, aber relativ. Ja, ich sage ja immer noch, eine Freiheit ist immer da. Ne, so. Aber dieses, dass man dann das, was man da selber machen will, aus diesem Standpunkt betrachtet und sich vorstellt, wie kann er sich dagegen wehren und dass man da gewissermaßen schon drauf wartet. Ne? Für die Kugel ist schon da was und für die Kanonenschlag ist da was vorbereitet und, ne? Und für das nette Argument, das ist schon offen oder so. Ja. Das ist die eine Geschichte. Und die zweite ist, während man sich da rein vertieft,
weil man das so tut, das ist wirklich eine wunderschöne Übung, das muss man mal erleben, wenn man sich in den anderen Denker hinein vertieft, bewusst und nicht nur Gegenargumente. Sie glauben nicht, was für eine geistige Wärme um einen plötzlich entsteht. Und was für eine Sicherheit, eine innere Sicherheit entsteht. Wenn man das geschafft hat, das ist der Hammer, dann kann man mit ihm auch reden, dann versteht er, wovon man redet. Ne? Weil, wenn man das gemacht hat, öffnet man auf dem Weg, sich darüber zu begeben, alle die Türchen, die der auf in seinem Denken, die er selber aus Befangenheit oder Gewohnheit nicht öffnet. Und wenn man ihn dann packen will, also was heißt jetzt dann noch packen? Ja. Wenn man dann, ich will mal sagen, in einer Begegnung ist und Verständnis öffnen will, ne, da muss man nur sagen, ja, du hast dein eigenes Türchen da noch nicht geöffnet, auf deinem eigenen Gedankenweg. Dann ist es gar nicht mehr eine Kampfsituation, sondern plötzlich sagt er, hups! Ne? Die Frage, wie wird man verführungsfest? Genau. Das zum Beispiel Anzeigen in Magazinen oder schöne Worte, die keine Wirkung mehr haben können. Also das war dieses, wie wird man konfliktfähig? Das ist das wichtigste Element, wie man konfliktfähig ist. Und das Zweite, dass man sagt, wenn was kommt, dass ich mich nicht verteidigen will, sondern dass ich es, ich will mal sagen, als Rätsel oder irgendwie nehme und dem dann auch sage, also jetzt weiß ich es nicht oder sowas. Oder es kommt einem überraschend die richtige Antwort. Ne? Sowas kann ja auch mal passieren. Ne? Ohne dass man sich... Also eine Story erzähle ich, ich weiß nicht, wer das schon kennt, wo mal wirklich überraschend die total richtige Antwort kam. Wir haben Wahlkampf gemacht, 2009 habe ich ja Wahlkampf gemacht für Grundeinkommen. Wer gut, wer böse. Bedingungsloses Grundeinkommen. Da stand man vor dem Jobcenter, die ganzen Schlangen, da stehen die da alle. Ne? Alles gut bewacht von, ich weiß nicht, in Berlin ist das der Hammer, ich weiß nicht, wie es hier, vielleicht sind sie ja freundlicher, aber in Berlin, da kommt es dir vor wie auf so einem Viehhof oder, also, oder wie, nein, reden wir nicht drüber. Viertes Reich, sage ich immer. Ne? So. Also wird alles bewacht von Pitbulls, also Leuten, die angestellt sind, um das Personal zu schützen. Muss man sich mal fragen. Wie muss die Atmosphäre sein? Man stellt sich mal vor, eine Schule, wo überall Polizisten stehen, um das Personal zu schützen. Ja, da muss auch was los sein. Ne? Also es ist nicht das Gute, aber in Berlin ist das so oder wahrscheinlich in anderen auch. So, ne? Und dann standen wir draußen, plötzlich ging da so ein irre Gebrülle los. Einer brüllte da drin, ich hörte den immer und dachte, der hätte irgendwie Ärger jetzt mit so einem Pitbull da, mit so einem Bewacher. Ne? Und plötzlich kommt jemand raus und sagt, kommen Sie mal rein, der brüllt wegen Ihnen. Ich sage, was? Wir haben doch gar nichts gemacht, wir verteilen hier noch Flyer. Ne? Da komme ich da rein, steht er da drin, richtig Schaum vom Mund und brüllt, sagt so ein Blödsinn, Geld kriegen, ohne zu arbeiten. Ne? Der stand in der Reihe. Ne? Da stehe ich vor ihm und sage, da kam so schlagartig, das sind natürlich Glücksmomente, wenn sowas kommt. Ne? Ja, da stand ich, guckte ihn an und sage, Mann, Sie haben so recht, wie blödsinnig das ist. Ne? Aber Sie stehen hier in der Reihe und hier kriegen Sie Arbeit, ohne dass Sie Geld kriegen. Ich habe gesagt, was ist denn besser? Und dann stand er da und sagte, ja, das stimmt. Momente, wo es wirklich mal, wo das sind natürlich Glücksmomente, wenn ich das sehe. Das ist der Hammer. So, ansonsten, also ja, und dann war da Ruhe drauf. So, also das war jetzt dieses Konfliktfähigkeit, wenn man das übt. Jetzt Verführungssicherheit. Verführungssicherheit ist wesentlich schwieriger. Wesentlich schwieriger. Verführungssicherheit heißt, bei Freunden, bei Leuten, die einen ganz toll finden, bei super Gelegenheiten Nein sagen zu können. Das heißt Verführungssicherheit. Ja? Das hat was mit der Wahrhaftigkeit zu tun. Und da gibt es ein Wort von Gandhi. Der Gandhi hat so 7 Todsünden mal niedergeschrieben. Ja? Also die katholische Kirche kennt auch 7 Todsünden. Die von Gandhi sprechen mich mehr an. Ja? Also eine Todsünde ist Reichtum ohne Arbeit. Ja? Eine andere Todsünde ist Religion ohne Opferbereitschaft. Ja? So. Das muss man sich mal reingehen lassen. Ja? Religion ohne Opferbereitschaft. Ob man das dann nur von den
Freiherrn verlangt das Opfer oder ob das auch eine Obrigkeit mal abbringen. Also das muss man sich mal reinziehen. Ne? So. Und da gibt es eines und das heißt Politik ohne Prinzipien. Oh, wie zusätzlich. Ja, das ist heute unsere Politik geht absolut vom Grundgesetz weg. Also die kennen weder die Menschenrechte noch das Grundgesetz. Die tun einfach was Geld auf die Tische nach. Ja? So. Also wenn man Politik ohne Prinzipien macht, dann treibt man ja, nach Gelegenheiten, plötzlich wird alles alternativlos und weiß der Kuckuck was und man treibt durch die Gegend und man lässt sich da die ganze Zeit mit der Wurst, wie so ein Hund mit der Wurst durch die Gegend ziehen. Ne? Sowas. Ne? Und Hauptsache, man ist auf der Seite der Gewinner. Ne? Aber die Wurst kriegst du halt nie. Und oben den Stab, wo sie dran hängt, da kommst du sowieso nie dran, also, aber du bist auf der Seite der Gewinner, weil der Wurst ist daher ganz, ja. So ungefähr. Politik ohne Prinzipien. Ne? Und das muss man lernen, dass man gute Gelegenheiten und alles immer ins Licht dessen stellt, was man eigentlich will. Und das ist gar nicht so einfach. Also ich will mal sagen, ich bin jemand, der leicht verführbar ist. Ich bin schon in manche Falle getreten. Also während das andere, da ist man mit voller Bewusstheit dabei, sich in den Standpunkt eines Gegners zu vertiefen, da ist man mit voller Bewusstheit dabei. Ja? Und daraus dann Aktionen zu machen, die dann, ich will mal sagen, auch wirklich was wandeln oder sowas. Da ist man so mit Bewusstheit dabei, da ist man nicht verführungs. Da ist die Frage der Verführung überhaupt nicht gegeben. Ja, aber da, wo gute Gelegenheiten sind, wo Freunde oder irgendwie sich was andocken, da ist es wirklich, und da ist man nicht mit Bewusstheit dabei, sondern da ist man, ich will sagen, mit seiner spontanen Sympathie und das ist eine ganz andere Nummer, die da ist. Und da die Bewusstheit zu üben. Wenn man Steiner kennt, ich weiß nicht, wie viele Leute das hier tun, die Geistesschulung nach Steiner, eines der wesentlichen Elemente ist, dass man das normale seelische Verhalten umkehrt. Immer wo was antipathisch ist, innerlich drauf zugeht, damit man es tiefer ergreifen kann und dass man sich dran bilden kann. Und wo was sympathisch ist, da sagt man, das kennen wir schon, da können wir uns ein bisschen weghalten, da können wir uns einfach in Ruhe lassen. Sowas. Ne? So. Das ist die Geistesschulung, das ist die Grundlage der Geistesschulung in der Anthroposophie. Dass man das üben kann. Immer wo man was zu sympathisch oder sympathisch ist, sagt man das, da lerne ich nichts mehr dran. Da ist schon alles da. Irgendwo was Antipathisches drauf zugeht und es sich anschauen. So ungefähr. Ja? Und das findet da statt. Also die Frage ist, Verführungssicherheit, das muss man ausprobieren. Ja. Ja, natürlich kriegt man kein Mädchen an der Bar, wenn man sich auf Verführungssicherheit spezialisiert. Also man darf das nicht überall anwenden. Aber auf geistigem Feld, und das politische Feld ist ein geistiges Feld, und zwar ein hochgeistiges Feld, da muss man es anwenden. Ja? Also ich glaube, wenn ich das immer ausprobiert hätte, dann wäre ich heute noch jung Mann. Interessant ist, dass Kinder oft in die Welt kommen, auch teils durch Verführung. Aber das ist ein großes Geheimnis, was da stattfindet. Ja, also so. Geistige Kinder kommen auch zur Welt, wenn man sich dem Negativen, also dem Antipathischen stellt. Dann, wo kommen geistige Kinder auf die Welt? Das ist der Geburtsprozess von geistigen, von neuen Ideen, von tieferer Verständnis. So. Und dann das dritte Element, wie schafft man das in der Gruppe, immer eine freie Stimmung zu erhalten? Also wenn man viel unterwegs ist und verschiedene Gruppen erlebt, erlebt man da manchmal was ganz anderes. Es gibt die Angst vor Dominieren und sowas, ne? Und dann sollen alle gleich sein und dann macht man Basisdemokratie oder sowas. Ja, und wenn man das jemals erlebt hat, da ist man eigentlich immer unbefriedigt. Ne? Eigentlich der Vorteil bei der Basisdemokratie ist, dass jeder das Gefühl hat, er hat genauso viel zu sagen wie der andere. Und der Nachteil ist, alle Entscheidungen, die rauskommen, genau die sind, die keiner haben wollte. Ne? Weil man alles dann so miteinander abgleicht, was am Ende rausgekommen ist, ist das, wo keiner mehr hintersteht. Ne? Das einzige Positive war dieser Prozess, wenn das positiv ist. Also das, wie man das schafft, in einer Gruppe immer eine freie Stimmung zu schaffen, das ist ein großes Problem. Aber das wird erst in dem Moment wirklich zum Problem, wo einer auftaucht, und zum Glück ist das in Gruppenstrukturen meistens der Fall,
wo einer plötzlich zum schwarzen Schaf wird. Also der fängt an, was zu sehen und an was rumzumäkeln, wo die anderen das alle nicht sehen wollen. Ne? Also es geht um ein Projekt und plötzlich sagt einer, ist doch scheiße, oder das kann man ganz anders machen, ob das man überhaupt so einen Blödsinn macht. Die ganze Zeit brauchen wir mit dem Blödsinn oder sowas. Ne? So, plötzlich fängt einer an zu mäkeln. Ja, der normale Weg ist dann, der wird dann wieder totgestiegen, rausgehört und so weiter und so fort. Ne? Und, oder der bleibt noch drin und wird immer mehr zum schwarzen Schaf. Ne? Das Gefühl, das gibt es ja ganz oft. Ja? Da machen wir etwas und das ist einfach, das ist ein interessanter Weg, die Auseinandersetzung damit, dass man sagt, oh geil, toll, es kommt was Neues, wir haben es nur alle noch nicht begriffen. Ist ja das Problem mit neuen Gedanken, dass immer die erstmal bei einem auftauchen, besonders in der äußeren Politik dauert, das war Aufnehmen eines neuen Gedankens, bis man sagen kann, der ist ganz da, 30 Jahre. Ne? Einer hat einen neuen Gedanken in der Politik und bis der da ist, dauert 30 Jahre. Ne? Und der Erste hat schon das Problem richtig gesehen und die Politik reagiert mit 30 bis 40 Jahren Verzögerungen. Deswegen ist alles, was in der Politik passiert, 30 bis 40 Jahre zu spät. Das ist normal, das geht gar nicht anders. Ne? Das muss man auch wissen. Ne? Also bei den Grünen waren dann 40 Jahre, danach hat dann Frau Merkel gesagt, so, jetzt ist Schluss mit Atomkraft oder sowas. Jetzt wird da ja immer noch mehr hin und her gefahren. Und so. Aber das ist egal, wie man sich anstrengt, das dauert so lange. Da kann man, der Grundeinkommensgedanke ist seit 1960 in der Welt oder 1968. Also wir müssen jetzt nicht 30, 40 Jahre warten. Der ist jetzt langsam da. So, ja. Aber es sind schon 30, 40 Jahre vorne dran. Und Serner sagt ja auch immer, hätte schon 30 Jahre darüber reden. Kein Schwein hat sich dafür interessiert. Das ist klar, das ist das Normale. Und das ist in der Gruppe auch. Wenn dann einer anfängt zu mäkeln, dann darf man nicht sagen, oh, der stört uns aber jetzt. Und dann Hierarchie fragen. Ja, der eine, der fühlt sich als Herr Oberboss und jetzt fängt er da hinten an zu motzen oder sowas. Das sollte man dann wirklich nicht stellen, sondern man macht Folgendes. Also wir machen dann einen Kreis, also dann sagt man so, jetzt sagt jeder was Positives über das Projekt oder sowas, ja, was da ansteht. So dass dieser arme Kerl dann auch mal sagen, oder die Kerlin, dann auch sagen muss, was er, wenn er sich anstrengt, auch Positives daran sehen kann. So muss man es ganz vorsichtig sagen. Ja, plötzlich gibt es für eine Zeit lang nur weiße Schafe. Ja? Und dann kommt ein Bruch oder sowas und dann sagt man, und jetzt sagen alle was Negatives dazu. Alle. Plötzlich hat man nur schwarze Schafe. Ja? Und plötzlich traut sich jeder, der vorher sagte, oh, das ist so toll und findet das kritisch, dass da einer dran rummotzt. Ja, plötzlich findet jeder, weil er sich das gestattet, dass er auch sagt, die Sache war, es gibt auch kritische Gesichtspunkte. Und dann plötzlich tritt man mit dem ins Gespräch und plötzlich erlebt man, was der die ganze Zeit wollte, mit, weil man sich in die Position mit hineinversetzt, in die Position des schwarzen Schafes. Plötzlich hat man nur schwarze Schafe. Und wenn das gelaufen ist, dann kann man sagen, jetzt haben wir die Sache wieder ein Schrittchen bis zur nächsten Katastrophe, also jetzt haben wir die Sache tiefer ergriffen, was machen wir jetzt? Das ist unglaublich positiv. Und dadurch tritt eine Bindung auf, die ist sehr stark zwischen verschiedensten Menschen. Das ist das eine. Die ganzen gruppendynamischen Spaltungsprozesse finden nicht statt. Und es findet dadurch aber statt eine Vertiefung des Problems, also ein vertieftes Problembewusstsein. Und man kann ganz anders agieren danach. Es ist total interessant, das so zu üben. Aber das ist für mich schon ein Beispiel für Basisdemokratie. Das Ringen um. Es ist aber nicht abstimmen, sondern es ist vertiefen. Ja, ja klar, das ist für Basisbewusstseinsarbeit. Ja, da tritt also nicht Demokratie abstimmen, der eine gegen den anderen, sondern es ist, wie kommt man zusammen an der Stelle? Und wie schafft man das, die Sache, gerade weil es untersteht, also wie schafft man das, den normalen Zustand, dass Menschen nie gleich denken, ins Positive zu wenden? Dass man sagt, ey, wenn dann schon andere Leute dasselbe anders sieht, wie kommt man tiefer dadurch? Der Steiner nennt das Aufwachen am anderen Menschen. Das tut man in so einer Begegnung. So. Das ist das eine. Und dann gibt es noch was anderes, ein anderes Phänomen. Das ist nicht auf der geistigen Ebene, sondern das ist mehr auf der Willensebene. Manchmal kommen Leute, also wir haben bei uns in der Bürgerinitiative, kommen ab und an Menschen rein, die interessieren sich eigentlich nicht für die Bürgerinitiative, sondern die kommen gleich und bringen ganz starken eigenen Impuls mit. Also ich habe das jetzt dreimal erlebt,
einer, den nehme ich jetzt halt den Vordergrund davon, dass Leute kommen mit ganz starken eigenen Impulsen in die Gruppe, weil sie das Gefühl haben, sie brauchen die Gruppe, um ihre Impulse durchzusetzen. Und die sitzen dann da drin und während das ganze Gruppengeschehen läuft, sitzen die wie abgeschaltet da. Und dann kriegen die einen Raum zu sprechen und dann kommen die mit ihren unglaublichen Initiativen. Ne? Und und fordern immer, dass man nur mithilft. Ne? Ja. Sagt man, ja, also und so. Ne? Also sowas gibt es. Und das führt dann regelmäßig, wenn die dann in der Gruppe bleiben, auf die Dauer zu riesigen Spannungen. Ne? Da, also das ist ja nicht, das ist eine, kein thematisch, sondern das hat mit den Willenskräften zu tun und mit den Grundimpulsen. Und da gibt es ein Wort, das muss ich einfach sagen, das darf man nie vergessen. Talente sind unbequem. Das muss man sich richtig, man kann keine Gruppe leiten und kein positives Mitglied in einer Gruppe sein, wenn man das nicht weiß. Es sind oft Talente, die unbequem sind. Es sind nicht Idioten. Das muss man, Talente sind unbequem. Das muss man sich so deutlich immer wissen. Und wenn dann einer so unbequem wird und man hat das Gefühl, man kommt mit dem gar nicht zurecht. Bei uns hat das ja dazu geführt, dass dann wirklich gefragt wurde, ist das überhaupt eine Bürgerinitiative oder ist das ein Ralf-Blöß-Verein hier oder sowas. Ne? Das wurde sogar in der Mitgliederversammlung als richtig kritische Frage, um eigentlich die ganze Mitgliederversammlung zu sprengen, nachher gebracht. Ne? Sowas. Ne? Die anderen Mitglieder haben nicht mal die Frage verstanden, das fand ich interessant. Aber das hat mich dann ein bisschen beruhigt, weil da fragt man sich ja selber, ist das so? Ja, nur so. Und dann muss man, und dann kann man Folgendes machen. Also ich sage nur, wie es jetzt in der Wirklichkeit genau ist. Dann gibt es erstmal Frust und alle sagen, nee, wir machen nicht mit. Ne? Und dann muss man ausgliedern. Da muss man sagen, wir bilden jetzt einen höheren Verein. Nicht unseren Verein, sondern einen höheren Verein. Du machst das deine und wir machen das unsere. Und die Frage ist, wie stützt man sich? Nicht wie trennt man sich, sondern wie stützt man sich? Gerade dadurch, dass man nicht immer die arme Sau saß, hat die ganze Zeit und musste da 2 Stunden abwarten, bis er eine halbe Stunde reden konnte. Da sagt man doch, Mensch, spar dir doch die 2 Stunden. Klar, wir gucken schon und dann, also wir haben jemanden jetzt, der erst so war, der dann total Eigeninitiative entwickelt hat, außerhalb von unserer Gruppierung, total, dem haben wir jetzt ein Büro gemietet. Oh, ja? Also sowas. Ja, also wir haben da auch ganz klein, aber so in der Art, dass man anfängt, dass man einfach zusammenarbeitet, auch wenn man sagt, so direkt geht's nicht. Es gibt Leute, die bringen so andere Impulse auf, dass man sagt, oh, damit komme ich gar nicht zurecht, dass man dann sich trennt, aber das doch wertschätzt und mithilft und immer dabei ist, aber dann, ich will mal sagen, auf einer höheren Ebene und nicht dieses macht, raus und du tauchst nichts und wir sind die Einzigen oder sowas. Das ist so das Element. Ja? Das ist also auch, wir haben vielleicht einen höheren Verein. Ja, dadurch. Ne? Einer, der nicht physisch existiert, sondern eine höhere Vereinigung. So das waren so die Elemente. Wenn es ums Grundeinkommen geht, hat doch eigentlich jeder das Interesse, das also. Aber die Art, das in die Welt zu bringen, ist von Mensch zu Mensch so unglaublich verschieden. Also wir erleben das in Berlin ganz stark, weil ja ganz viele Hartz-Ierler sind, die Zeit haben, das zu machen. Ich sag das mal. Die sind so unglaublich verschieden. Das sieht man ja durch die politischen Parteien, dass das verschieden ist. Der eine macht es immer im Kreise von politischen Parteien, der andere macht es völlig frei. Der dritte macht Partys, BGE-Partys oder sowas, Tupper-Partys. Ja, das war was. Nach dem Motto, so wie Tupper-Party, dass man überall hingeht und dann über Grundeinkommen quatscht oder sowas. Da gibt so verschiedene. Der andere, der guckt, wenn man da große Vorträge kriegt oder sowas. Die Art ist so verschieden und manchmal passt es nicht. Also das wollte ich nur so. So. Und dann wollte ich jetzt eigentlich zu beenden, um zu Ende zu kommen. Wenn man so eine Gruppierung ist, ja, dann geht natürlich ach und da und hin und hoch und runter und so weiter und so fort. Und dann gibt es immer, ich würde mal sagen, viele Entscheidungen zu treffen und manchmal überfällt es einen völlig. Ich möchte da ein Wort sagen, was man sich quasi in allem, was man macht, zugrunde legen kann. Es gibt so Meditationen, Mantras oder sowas, ne? Wobei ich Mantras, die ich nicht verstehe, wenn sie indisch sind, lehne ich sie ab, weil ich dann das Gefühl habe, mein Geist wird nicht mitgenommen. Also es kann sein, dass es seelisch groß wird, aber mein Verständnis wird nicht mitgenommen. Aber für mich, also jeder suche seine eigenen Mantras, jeder findet seine eigenen Mantras, also sowas wie ich will mal sagen, Ankerpunkte für alles. Worin das steht, das kann bei jedem Menschen anders aussehen. Ich sage nur, wie meins aussieht.
überall dem Selbstverständlichen zum Worte zu verhelfen und zur Tat. Das ist ein großes Geheimnis, sagt Christian Morgenstern. Dass es ein großes Geheimnis ist, ist tatsächlich der Fall. Es gibt ein anderes Wort von Ebner Eschenbach, Marie Ebner Eschenbach, die sagt, wer zuerst das Alter Selbstverständliche sagt, ist unsterblich. Wer zuerst das Selbstverständliche sagt, ist unsterblich. Klar? Also überall dem Selbstverständlichen, überall dem Selbstverständlichen zum Worte zu verhelfen. Und das ist jetzt die Böse-Zusatz und zur Tat. Zum Worte hat Christian Morgenstern gesagt. Das ist ein großes Geheimnis. Wenn immer es irgendwo bei mir anfängt zu brennen, dann sage ich, das Selbstverständliche treffen, mehr nicht. Das Allereinfachste. Ne? Und in allem dieses als, wie ich mal sagen, als Grundsatz haben. Egal was passiert, nie das Außerordentliche, nie, sondern das Selbstverständliche. Wenn man das Selbstverständliche trifft, ist es immer das Außerordentliche. Oder es ist immer das, was wirklich passt. Und wenn es gerade notwendig ist, dass die Sache groß wird, dann wird es auch groß. Ne? Also so. Also das ist dies ist das Grundwort, was man haben, also so eine Art von Grundwort, die eigentlich immer noch, das ist meines. Ne? Das ist meine Orientierung. Da wird alles, was abschweift und was stressig macht oder sowas, kann ich in dem Moment auf Null fahren. Und sagen, was ist jetzt das Selbstverständliche? Ne? Und dann guckt man sich das an und sagt, ja, und das machen wir jetzt. Mehr nicht. Und dann geht es schon los. Ja, das war eigentlich alles, was ich sagen wollte. Und jetzt. Und was wäre?